Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Farm Together 2. Es geht weiter hier auf unserer Farm. Wir können erstmal ein bisschen was einsammeln und wir haben Winter so einmal aufgefüllt und wir können zum ersten Mal Kiefern ernten und bekommen dadurch, ich weiß gar nicht, was ist denn das, Fleisch oder so? Der Mais hier braucht noch eine ganze Weile. Aber unsere Apfelbäume sind zumindest erntebereit. So, das haben wir alles. Wir brauchen jetzt halt noch rote Paprika und Zucchini. So, neue Stufe Clownsfischer. Hier sind schon ein paar Kartoffeln bereit. Müssen wir schauen. Also Zucchini können wir jetzt im Winter anpflanzen. Das heißt, wir müssen schauen, das braucht halt alles noch so lange. Wir brauchen insgesamt 10 Zucchinis. So, wir haben jetzt 9 Zucchinis gepflanzt. Wir brauchen aber halt 10. So, vielleicht kriegt man den Mais in der Folge noch geerntet hier. Ich hoffe es einfach. Wir haben auch nichts Neues dazu bekommen. Außer ein Gästebuch, was wir vielleicht anbauen können. Die Tomate braucht 42 Minuten. Hier brauchen wir noch 19. Also braucht alles noch ziemlich lange. Ich finde es so schön, dass man hier jetzt diese Abhänge runterlaufen kann. Das ist so geil. Wir können auf jeden Fall beim Gemüsehändler was verkaufen. Und rote Paprika können wir, glaube ich, jetzt auch anbauen, oder? Ne, rote Paprika ist nur im Frühling und im Sommer. Okay, also das heißt, das können wir nicht. Hier brauchen wir noch 11 Minuten. Wir könnten es theoretisch gesehen... Der muss noch gegossen werden. Na gut, 10 Minuten, das sollten wir hinkriegen. Aber unsere Kartoffeln sind erntebereit. Das heißt, hier kommt definitiv Zucchinis hin. Und da auch nochmal Zucchinis. So, was können wir noch? Karotten, Paprika geht halt noch nicht. Wir haben aber auf jeden Fall eine Flagge bekommen. Anpassbare Flagge und wir haben grüne Tore bekommen. Sehr schön. Dann kommen hier definitiv Zucchinis hin. Das sind alles Tomaten. Unsere Schweinchen brauchen wahrscheinlich noch eine ganze Menge an Zeit. Ja, 35 Minuten. Ja, dann müssen wir halt wieder in die Stadt gehen. So, da können wir... Ein Gästebuch könnte man natürlich hier daneben setzen, ne? Was kostet eigentlich ein Gästebuch? 40, ja komm. Das ist aber verkehrt rum. Das möchte ich gerne so rum haben, genau. Gästebuch, Eintrag. Noch keiner da? Aber wir haben zumindest eins. Weil die Leute, die uns besuchen, die kommen ja an der Bushaltestelle raus hier. Warte mal, zu viel muss sie gossen. Wir brauchen auch nur noch 5 Minuten. Wir haben 36 Zucchinis, 10 Stück brauchen wir da nur. Wenn wir die natürlich jetzt nochmal alle durchgießen, brauchen die nicht mehr so lange. So. So. Ach, der gießt dann immer nur die Pflanzen mit.
die wir gerade gegossen haben. Also wenn ich mit Tomaten anfange mit Gießen, dann... Alles klar, das müsste genau hier so sein, ne? Oder auch nicht. Hab's noch nicht ganz so verstanden. So, zur Stadt. Oh, was kann man hier? Was kann man hier machen? Wir können Fische tauschen. Alles klar, wir können wahrscheinlich auch Gemüse eintauschen. Oder upgraden, verbessern, Y. Ja, einmal verbessern. Dann holen wir uns jetzt ein paar Diamanten zurück. Du willst noch den Blumenstrauß haben, na, damit kann ich noch nicht dienen, tut mir leid. Haben wir noch jemanden, der eine andere Aufgabe hat hier? Nein, leider nicht. Und es ist nur der eine, ne? Das ist der Gemüseladen. Hier ist unser Fischmarkt. Hm. Unser Traktor ist hier vorne, ja, hier. Können wir nicht verbessern, brauchen wir 16 Zitronen. Wir haben gerade mal 8, okay. Hier können wir nichts machen, da kommen wir noch nicht durch. Vielleicht kommen wir hier später mal durch. Weiß ich noch nicht. Da drüber springen geht auch nicht in der Stadt hier. Alles klar. In die Häuser kommen wir nicht rein. Da hoch kommen wir auch nicht. Einen schönen Wasserfall haben wir hier definitiv. Ach schön. Herrlich, herrlich, herrlich. Die Stadt gefällt mir. Einen neuen Laden? Ja, es gibt einen neuen Laden. Eine Bäckerei. Und einen Obststand. Okay, Bäckerei und Obststand. So, warte mal. Wo ist denn die Bushaltestelle? Hm. Hier ist der Gemüsestand. Würde ich sagen, einmal den Obststand und einmal den die Bäckerei. Okay, Bäckerei können wir Weizen verkaufen. Beim Obststand können wir die Früchte verkaufen. Alles klar. Da haben wir das soweit fertig. Sehr schön. Dann geht es einmal schön zu unserer Farm zurück. So. 1 Minute noch für die Zucchinis. So. Tomaten brauchen noch 19 Minuten. Und rote Paprika kann ich jetzt halt auch noch nicht anbauen. Da muss ich noch ein bisschen warten. Die Fische, die freuen sich hier auf jeden Fall. So. Sehr schön. Hier könnte man sogar noch mehr Felder hinmachen, hier auf den Ecken. Man den Weg bis hierhin, aber ich würde ja die Felder immer gerne einzäunen. Die brauchen noch 27 Minuten hier. Aber ich bekomme dann immerhin bald die Zucchini und dann kann ich rote Paprika anbauen. Ihr braucht natürlich noch ein bisschen Futter. Ihr bekommt auch noch Futter. Da haben wir 9 Zucchini schon fertig. Und dann würde ich sagen, packen wir hier. Da kriegen wir fast 3000. Machen wir Kartoffeln hier hin. So, hier könnten wir auf jeden Fall noch ein Gehege vielleicht hinmachen später.
brauchen 40 Sekunden noch. Bäume haben wir soweit alles. Fische haben wir, die Blumen haben wir. Einen Brunnen braucht man nicht. Da haben wir noch einen Schnellreisepunkt. Wir könnten eine Bank oder sowas hier hinsetzen. Wir brauchen mal 10 Diamanten. Wir haben aber nicht mehr so viele. So, mal schauen, wo wir das Fass hinpacken. Es braucht ein Feld. Wollen wir das jetzt hier daneben packen? Oder packen wir das vielleicht hier daneben? Hier könnte man dann vielleicht noch ein paar Blumen hinpacken. So, Zucchinis sind erntebereit. Die haben wir auch. Die muss noch gepflanzt werden. Ich meine, die braucht noch 24 Sekunden, alles klar. Und hier lasse ich für den roten Paprika frei. Den kriegt man vielleicht auch noch jetzt in der Folge hin. Bin ich mir noch nicht ganz so sicher, müsste aber eigentlich noch klappen. Das sollten wir noch hinbekommen. Dann können wir hier nämlich die 20 roten Paprikas, können wir die 20 roten Paprikas hier hinbauen. So. Okay. Nehmen wir nochmal Mais. Haben wir Stufe 4, Stufe 5. Du bist Stufe 3. Du bist Stufe 5. Stufe 4, Stufe 5. Ja, Karotten kann man vielleicht... Karotten kann man vielleicht immer mal gebrauchen. So, sehr schön. Da kann ich noch mal ein bisschen was holen. Das Begradigen kann ich ja, glaube ich, nicht, ne? Da haben wir Kartoffeln. Hier könnte man theoretisch gesehen auch noch ein Feld machen. Oder da geht es dann mit den Tieren weiter. Die Schweine sind faul, die liegen einfach nur da. Aber die Zitronen wachsen jetzt hier. Also wenn der Winter vorbei ist... Ja, die brauchen noch 19 Minuten. Die brauchen noch eine Minute. Das geht eigentlich. Vielleicht noch so ein paar Tannen oder so. Ich muss auf jeden Fall Diamanten verdienen. Das heißt, ich muss verkaufen, verkaufen. Haben wir denn eigentlich noch eine andere Aufgabe? Nein. Da gibt es 10 XP und ein so ein Ding, wenn wir die 20 roten Paprikas haben. Ja, ins Gästebuch. Kann ich denn hier, wie kann ich denn hier Farmeinstellung? Willkommensnachricht. Kann ich eine Nachzugsrechte für Freunde nur ernten? Benutzt definiert keine Zugriffsrechte. Nur ernten, Quests, Pflanze, bauen. Ne, Vollzugriff nicht. Also, wir lassen das mal nur ernten und Gastrechte können auch nur ernten. Okay, ich kann recyceln. Online privat, Silkes Sonnenhof, Stufe 8. Also kann ich dann ein paar Freunde einladen. Da ist eine Willkommensnachricht. Da schreibt man mal hin. Mach gern alles, was du möchtest. Bitte hilf bei den Quests. Ich denke daran, ins Gästebuch zu schreiben. Oder bitte denk daran, ins Gästebuch zu schreiben. Bitte ernte Feldfrüchte. Bitte füttere die Tiere. Gieß die Blumen, angel im Teich. Ja, komm, gieß die Blumen. So. Das passt schon. Nur ernten, nur ernten, nur ernten. Und dann haut das schon hin. Alles klar. Wunderbar. Wir können mal auf unsere Karte schauen. Das braucht noch ein bisschen wahrscheinlich. Die Karotten brauchen noch. Die Tomaten brauchen auch noch. Ich muss halt warten, bis der Winter vorbei ist, ne? So, die brauchen noch 10 Minuten. Vielleicht habe ich ja sogar eine Aufgabe mit Tomaten. Als nächstes, aber ich brauche erstmal Paprika, deswegen.
Okay, den Mais kann ich ernten. So, was... Was wächst denn hier? Mais wächst immer. Ne, warte mal, wo sehe ich denn das, wann das wächst? Ah, jetzt. Statistik aus, Statistik an, die will ich hier anlassen, genauso. Das wächst das ganze Jahr, das wächst auch das ganze Jahr, das wächst nur im Winter, Frühling und Herbst. Das wächst das ganze Jahr, das wächst nur im Frühling und im... Die kann ich definitiv auch anbauen. Jetzt sehe ich auch, was ich da gut mache. Hier kriege ich 40 gut, hier kriege ich, ja... Ertrag in 50, 15 kaufen. Ist gar nicht so viel. Irgendwie habe ich da mal falsch geguckt, oder? Wir müssen auf jeden Fall erstmal noch ein paar Stufen aufsteigen. Dann kommt hier halt Zucchini hin, mein Gott. Dann wird's gegossen. Schwuppdiwupp haben wir Frühling. Kann ich meine ganzen Bäume ernten hier. So. Sehr schön. Und Fischis kann ich noch nicht ernten. Also angeln, nicht ernten. Aber ich kann jetzt rote Paprika, die wir brauchen für eine Aufgabe. Die kann ich jetzt anbauen. Wie viel brauchen wir da? 20 Stück, ne? Und die brauchen auch 19 Minuten. So, die sind gegossen. Sehr gut. Paprika haben wir. Die Karotten brauchen noch ein bisschen. Falsche Taste gedrückt. So, Paprika haben wir angebaut. Sehr schön. 16 Minuten noch. Wir haben auch ein bisschen was Neues bekommen. Wir haben einen Bananenbaum bekommen. Wir haben solche lila Blumen bekommen und wir haben einen Holzweg bekommen. Alles klar. Also. Lila Blumen. So. Und so. Ich brauche von jeder Blume halt nur eine. So, das haben wir. Da haben wir nichts. Bananenbäume haben wir. Die sind wahrscheinlich wieder... Ne, die wachsen auch hier. Sehr schön. Da kaufen wir mal... Ja komm, machen wir 3 Stück. Da haben wir 15, da haben wir 4, da haben wir 2, da haben wir 3. Paprika brauchen wir als... Also im Frühling wächst irgendwie alles. Im Frühling wächst alles. So, dann müssen wir mal hier hochschauen. Wie hier dazwischen kann man auf jeden Fall auch noch ein bisschen was bauen. Brauchen noch 7 Minuten. Die brauchen noch 9 Minuten. Könnte ich natürlich schon wieder gießen. Weil wir brauchen halt die Paprikas, die 19 Minuten oder so brauchen. Ihr habt genug Futter, sehr schön. Aber ihr möchtet ein bisschen was haben. Kein Problem, kriege ich hin. So, 16 Minuten brauchen die. So, wenn ich die Taste gedrückt halte, bewässert der automatisch. Alles klar. Bananenbäume habe ich jetzt gar nicht geguckt, wann die wachsen. Oder wann die Früchte geben.
Nur im Sommer. Alles klar. So. 5 Minuten für die Pflanzen noch. Das passt. Das sollten wir noch hinkriegen in der Folge. Garantiert, denke ich mal. Die Karotten hier oben. Die brauchen eigentlich Wasser. Meine Rosen, ja. Die brauchen sowieso noch länger. Die kriege ich definitiv in der Folge nicht mehr geerntet. Die brauchen 3 Stunden hier. So. Oh. Schwuppdiwupp, Ernte bereit. Schaut mal. Neue Stufe. Was machen wir denn hier? Hier kriegt man 80 dazu. Hier kriegt man 41. Ein bisschen mehr, aber Paprika brauchen wir noch. Die haben wir, da haben wir genug. Ja, ich brauche unbedingt Tomaten, ne, weil die... Immer noch nur noch 25, die brauchen noch 12 Minuten. Aber die können auch noch mal gewässert werden. So, jetzt habe ich nämlich fast keinen Benzin mehr. 12 Minuten noch. Da werden wir die doch nicht mehr in der Folge ernten können, dann müssen wir das in der nächsten machen. Das ist definitiv fertig. Da brauche ich aber auch nicht mehr gießen jetzt. Weil ich denke mal, ich werde heute nicht nochmal dazu kommen, was aufzunehmen. Aber die Eier nehmen wir noch mit. Ich glaube, bei den Schweinchen gibt es Trüffel. Könnten wir aber noch mal ganz kurz in die Stadt gehen, um vielleicht das eine oder andere zu verkaufen. So, hier können wir noch nicht verbessern, alles klar. Aber hier könnten wir zum Beispiel das verkaufen. Hier können wir sogar verbessern. Können wir Zitronen verkaufen. Brauchen wir Kopfsalat, verbessern wir, sehr gut. Verbessern wir auch. Ja, dann reicht's Geld nicht mehr. Okay, wir haben noch 4000. Beim Fischladen kann ich nichts verkaufen. Aber hier ist jemand, der eine neue Aufgabe hat. Magst du Marmelade? Ich bereite gerade ein spezielles Rezept vor, aber ich habe zu wenig Obst. Hast du was da? Ah, ich brauche Birnen. Birnen habe ich nicht. Ah ja, meine Marmeladenfrucht, die kannst du beim nächsten Mal probieren dann, ne? Ja, kriege ich hin. Nicht genügend Ressourcen. Okay, aber bei euch kann ich ja noch verkaufen. Da kann ich eine Äpfel verkaufen. So, und da habe ich auch nichts mehr. Das ist die, da hinten ist noch einer. Machen wir im nächsten Part. So, die brauchen noch 45 Minuten hier. Und den Rest, den muss ich bewässern. Das mache ich jetzt aber nicht mehr. Und die Tomaten hier kann ich noch pflanzen. Die Tomaten kann ich noch ernten. Das sind aber die einzigen. Aber das werde ich noch machen, was Neues ansetzen. Dann sind wir durch hier. So, Tomate hat neue Stufe. Wir haben Hühnchen. So, die gieße ich nicht, weil die sind beim nächsten Mal sowieso fertig. Dann schaue ich mal hier, ob ich hier vielleicht... Ich habe 130.
So. Da einmal so ein Hühnchen, da so ein Hühnchen, da ein Hühnchen. Das bessern wir natürlich dann aus, wenn wir das dann da hinten kaufen, ne? Aber hier brauche ich, glaube ich, nicht. So, das wächst alles. Blümchen brauche ich. Paprika, wie gesagt, hatte ich gedacht, dass wir das in der Folge noch schaffen. Aber es klappt leider nicht. Das braucht alles ein bisschen zu lange noch. Die Tomaten vielleicht noch da. Die sehen noch relativ rot aus. Nee, aber die Zucchini kommen wir. Das können wir dann mal noch hinpacken. Ja komm, wir machen mal Mais hier. So, Gießen brauche ich den natürlich nicht, weil, wie gesagt, ich komme erst in ein paar Tagen wieder dazu, hier notfalls weiter zu spielen. Deswegen würde ich sagen, war es das für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Dann geht es im nächsten Part dann weiter. Dauert vielleicht ein paar Tage jetzt, aber bis dahin macht's gut. Euer Basti. Tschüssi.